Moin Moin und herzlich willkommen zurück bei unserer lieben Raina und den drei Schnarchlappen von Couch Potato Land, die hier gerade auch ausstehen, wo Raina gerade aus der Schule kommt. Denn die süße Raina hat jetzt auch ein paar Simoleons mehr, denn wir haben hier fleißig Geschenke geöffnet. Die Hundis waren hier hinten nämlich sehr fleißig. Das hat uns auf jeden Fall noch ein paar Simoleons gebracht. Und wie könnte es anders sein? Man kommt erstmal wunderherrlich mit einem wunderherrlichen Gesichtsausdruck zum auf die Nase hauen, damit definitiv gehupt wird wie so ein Auto aus der Schule. Denn wie ist das so als Teenager mit seinen Emotionen? Man weiß im ersten Moment erstmal gar nicht, wohin damit. Jetzt guckt die süße Raina auf jeden Fall erstmal nach Ostereiern und wird ihre Hausaufgaben machen. Dankeschön. Oh, schöne Ostereiers hier. Nochmal das wunderherrliche 6 Simoleons. Ich bin auch total stolz und mega dankbar dafür, dass das auch so gut funktioniert. Na, guck mal hier, die drei Schnarchlappen plus die wunderherrliche Raina dazu. Was könnte es Besseres geben? Und die sind aber auch süß, ne, die Schnarchlappen hier. Ja. So, Sydney ist schon mal wach. Das ist gut, dann kannst du Sydney doch einfach schon mal fragen, ob Sydney sich mal mit Shadow paaren könnte. Das wäre schon mal eine hervorragende Idee. Shadow ist auch schon mal aufgestanden und möchte Aufmerksamkeit. So, Raina, das Lichterfest hat begonnen, aber wir wohnen da nicht. Matthew, ja, mit dir können wir auch unbedingt mal wieder was machen. Also wenn du weiterhin gekränkt bist, wird das mit den Hausaufgaben heute nichts mehr, Madame. Könntest du vielleicht sonst gleich mal nachdenklich duschen gehen? Wunderherrlich. Kriegst du dann auch gleich nochmal andere Laune oder muss ich joggen schicken? Kannst du mal deine Unsicherheit gestehen an. Und dann fragst du den lieben Shadow auch gleich nochmal zur Paarung ermutigen mit Lumi. Ach so, jetzt bist du angespannt, weil du wieder etwas Gesundes essen möchtest. Ne, denn aber meinen guten Hunger. Bist du jetzt gleich mal besserer Laune? Sehr gut, denn wir haben Wochenende und das heißt, Raina wird morgen, nämlich wieder, darauf hatten wir uns ja geeinigt, das muss ich nochmal aus den Regeln auch rausnehmen, dass sie morgen wieder drei Möbelstücke ernten gehen darf, ernten schon alleine, nach drei Möbelstücken wühlen darf, denn wir haben Herbst. Und das heißt, es gibt Geld. Und dann werden wir mal die Gitarrenfähigkeit auskosten. Also ich melde mich zurück, wenn unsere süße Maus in Evergreen Harbor gestrandet ist. Also bis gleich. Hybridfunktion aus Lumi und Sydney. Ja, das ist ja mal eine ganz niedliche Stellung, die ihr hier an den Tag legt. Ja, warum auch nicht? So, Rainy, kannst du mal nach Eiern gucken, ob Eierchen da sind? Denn wir brauchen jetzt auch gleich zum Reisen ordentlich Geld. Oh mein Gott, war das eine weiße, süße Miezkatze? No. Okay, bei dem Gesicht... Eieieiei. Du hast ja aber auch den Schelm im Nacken sitzen, oder? Eieiei. So, Rainy. Das ist ja hervorragend hier. Kannst du mal aufwischen hier den Dreck? Eier aus dem Hühnerstall. Im Moment können keine Eier gesammelt werden. Ne? Das ist ja Herz aller Geliebst. Rainy Rain. Dann wollen wir doch mal schauen, dass wir jetzt mal nach Evergreen Harbor kommen. Unsere Sydney ist nämlich mittlerweile auch schwanger. Da sind nämlich wunderherrliche Hühnchen unterwegs. Das ist ja schon mal sehr schön. Pfeifen mal die beiden hier ran, dann könnten wir es nämlich mit Lumi auch gleich nochmal versuchen hier. So, wer zuerst kommt, mal zuerst. Das wird nämlich die süße Lumi sein. Lumi, du verstehst dich doch eigentlich ausgesprochen gut mit Shadow. Und da der ja auch schon so fleißig harmoniert hat hier. Oh mein Gott, was? Oh, stopp. So ein Bild bekommen wir nicht oft. So ein Bild bekommen wir nicht oft, liebe Leute. Das alle mit aussehen. Und guckt euch dieses Kniggy-Ohren-Shadow an. Oh, süß. Na, dann wollen wir doch mal. So, Raina. So, und danach kannst du dann die Süßen mal losschicken auf einen 60-minütigen Spaziergang. Und Lumi, oh, ich finde dich immer noch zum Knutschen niedlich. Meine kleine süße Honiglippe. Nun wollen wir mal reisen gehen hier. Rainy. Und wehe. Wehe. Ich wusste das. Wie gut, dass ich das noch gesehen habe. So, Hola Chica Bella. Können wir den mitnehmen vielleicht? Reparieren. Ach nö, wir können hier einfach kochen. Naja, auch nicht schlecht. So, du willst... schnell, Rainy. Halt, stopp. Nee, nicht immer mit deiner Gitarre spielen. Frau von und Susi treiben mich in den Wahnsinn. In the crazy Wahnsinn. Na, immerhin das.
Nein. 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 Sofort gehst du von unserer Mülltonne weg. Ich sagte weggehen. Nein, weg, tschüss, ab nach Hause. MCC hat gesagt, du gehst nach Hause. Vielen Dank. So, Rainer, jetzt darfst du dann dreimal nach Einrichtungen wühlen, aber nicht mehr. Na, das ist ja herzallerliebst. Und tschüss. Ich will nicht mit dir reden. Drei Simoleons haben wir gefunden. Typi, du stehst mir im Weg für einen guten Screenshot. Du hast aber auch einen heftigen Nasenring. Heieieiei. So, aber das ist ja jetzt Inventar hier beides, ne? Wir haben ja gesagt, eine Einrichtung wühlen. Ich lasse sie zumindest nochmal für ein Möbelstück wühlen. Ich möchte wenigstens nochmal heute ein Möbelstück mit nach Hause nehmen. Oh, ein Pflanzentopf. Öko-Piercer. Wir haben keine Zeit. Ja, da haben wir den Stuhl. So, Rainer, dann darfst du jetzt nochmal reisen, damit ich gleich erstmal schöne, herrliche 60 Simoleons abziehen darf. Oh, Miss Geigentante. Das kann Rainy besser. Und wer gut aufgepasst hat beim Geigespielen oder auch schon beim Geigespielen in diesem Let's Play anwesend gewesen ist, der weiß, dass wir in diesem Fitnessstudio hier richtig Geld machen können. Denen ist so langweilig beim Sport machen, dass die sich freuen, wenn jemand hier ein bisschen spielt. Aber ich lasse Rainy jetzt erstmal einen Augenblick noch in der Dusche singen. Ach ja, die haben wir ja damals hier platziert. Die wollten wir ja nicht verkaufen. Oh mein Gott. Rainer, please, kannst du dir was anziehen? Komm, zieh mal dein neues Outfit an. Und dann kannst du jetzt einfach mal Lied singen? Nein, du sollst... ja, geh mal ein bisschen jammen. So, und dann hören wir uns noch mal Rainys coolen Spaß. Ja, oh. Das Gesichtsyoga wird besser. Hoffen wir nur, dass wir auch gleich was verdienen. War das wieder ein Gesichts-Yoga-Moment, Rainer? Oh. Leute! We earn the money! Guck mal, wir motivieren die Leute dann sogar gleich Sport zu machen. Erst Trinkgeld geben und dann Sport treiben. Yeehaw! Die Jam-Session ist dann auch irgendwann hier mal vorbei. Dann geh mal lieber gleich üben, weil wir sind auf jeden Fall ein bisschen hier mit Rainer. Ach, Nox! So, aber ich muss ja jetzt noch 30 Simoleons abziehen. Ne, 60. 60, Entschuldigung. Money. 5, 3, 1, 7, 4. Ha! Leute! Hau rein, Rainer. Du bist jetzt auch schon gleich eine Fähigkeit höher. Das heißt, wir kriegen gleich auch schon mehr Geld. Ne. Also ich würde jetzt mal eben ein bisschen überspringen, um mit Rainer... Also ihr könnt unten sehen, 53.190 Simoleons hat Rainy. Und dann wollen wir mal gucken, was sie um 16 Uhr hat. Also bis gleich.
So, willkommen zurück. Es ist 18.30 Uhr. Rainy hat natürlich jetzt auch schon Hunger. Und wie ihr sehen könnt, wir hatten 53.190 Simoleons. Wir haben fast 200 Simoleons verdient. Ich habe mich jetzt extra dafür entschieden, das als Speedbit zu machen, dass ihr auch seht, ich schummel einfach nicht. Ich würde jetzt nur nochmal vorspulen für die letzten 10 Simoleons, dass Rainer auch wirklich 200 Simoleons gitarret hat, erspielt hat, Getrinkgeld hat. Oh. Jetzt gab es nochmal wesentlich mehr. Aber das ist nicht weiter tragen. Schnuggy Boy. Also ohne Lippenstift sah es dann gleich viel besser aus. Aber naja. Wichtig ist, dass du dich in deiner Haut wohlfühlst, hübscher Mann. So, Rainer, ab nach Hause mit dir. Das hast du ja schon lange nicht mehr ausgegraben, dieses wunderschöne Outfit. Ja, na, aber na, hallo, ja, moin. So, Rainer, dann bittest du jetzt aber erstmal den süßen Shadow darum, sich mal mit Lumi zu paaren. Dann musst du ganz dringend auf Toilette. Im Fitnessstudio hattest du das dringende Bedürfnis, etwas zu essen. Und du kannst dann auch nochmal, weil... Leute, ich freue mich einfach schon so auf die Tierklinik. Und hier hinten könnte dann mal unsere zauberhafte Lumi hin. Schicken wir die jetzt mal alle hier auf Entdeckungstour. Und ich schicke sie noch weg. Unglaublich. Und dabei ist sie schon im Hechelmodus, die Babymaus. Oh, guck mal, ich hätte die... Und Lumi guckt, wie bestellt und nicht abgeholt. Wie so ein Auto. So, was soll ich? Würde ich dir auf die Nase haben, würdest du bestimmt hüpen. Hüpen. Nee, hupen. So, okay. Ja, gut. Und Hündchen sind auch noch unterwegs. Heieiei. Was für ein aufregender Part. Wir werden, ich darf es ja jetzt leider nicht rausstellen. Nice. Getopft, getrupft. Getupft. Ich kann nicht mehr lesen. Wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal die wunderherrlichen Sachen hier verkaufen. Ich wollte euch fragen, wie sieht es denn eigentlich aus? So ein bisschen CC habe ich ja, falls wir wirklich mal das Haus renovieren. Ist es in Ordnung für euch, wenn ich das Haus mit ein bisschen CC benutze oder eher nicht? Schreibt es mir mal in die Kommentare, würde mich mal sehr interessieren, was ihr dazu sagt. Und während Rainer unsere Ostereier sucht, haben wir jetzt auch schon schnuffligen Nachwuchs bekommen. Wir haben einmal die süße Gacy und einen wundervollen Rüden namens Biscuit. Und noch ein... Also, boah. Und das ist aber auch eine Gebärmaschine, ne? Unsere süße Sydney-Maus. Ja, nennen wir ihn Lucky. Also, das sieht hier ja mal nach richtig, richtig Geld aus, ne? Für uns hier heute. Das ist ja irgendwie wie ein Sechser im Lotto hier, ne? Und dann würde ich jetzt mal vorschlagen, schauen wir uns doch mal die süßen Schnüffels im Chaos an. Oh mein Gott, was bist du für ein Schönling? Hier haben wir die wundervolle süße Gacy. Oh mein Gott, und sie ist so schön. Oh mein Gott, ist sie schön. Und hier haben wir den wundervollen Biscuit. Und auch er ist wunderschön. Ach, meine Güte, mein süßes kleines Schweinöhrchen. Noch bist du süß. Und hier haben wir die wundervolle Lucky. Das ist aber nice braun, ne? Jetzt bin ich aber mal gespannt. Oh, wie Sydney. Oh mein Gott, wie hübsch sie einfach ist. Oh, wie süß. Oh, ich liebe euch alle. Ich werde für mich nachher mal, wenn es darum geht, weil wir behalten ja, irgendwann wird es ja mit Katzen weitergehen. Es ist ja Bestandteil dieser Challenge, dass wir auch jedes Tier einmal durchhaben. Aber einen Hundewelpen möchte ich zum Schluss behalten. Der soll auch als, wenn ihr es realistisch empfindet, auch als Welpe wieder bei uns einziehen, wenn unsere drei süßen Hunnimunis dann so auch ihr Alter erreicht haben und irgendwann so nach und nach von uns gehen. Aber das ist noch ganz lange hin. Das ist noch ganz, ganz, ganz lange hin. Davon Tag X will ich nichts hören. Nein. Dann wird ein Welpe einziehen und meine persönliche Top 5 werde ich dann per Bild einmal zeigen und vorstellen. Und ihr dürft dann abstimmen, welcher dieser 5 süße Hundewelpen nachher dann bei uns einziehen wird, wenn es auf die Katzen gehen wird. Und ja, ich speichere die Schnuckelduckels mal einmal für euch ab hier, unsere süßen Hundimunis. Wie immer, also falls einer von euch den süßen Lucky, Biscuit,
oder die süße Gacy haben will, schreibt es mir in die Kommentare. Sie sind in der Bibliothek gespeichert, aber auch nicht mehr für allzu lange Zeit, denn ich werde bald ausmisten. Also solltet ihr noch einen der süßen Hundewelpen aus den Vorparts haben wollen, dann hoppi galoppi, denn bald sind sie nicht mehr in der Galerie zu finden, beziehungsweise auch nicht mehr in meiner Bibliothek. Denn langsam füllt sich meine Bibliothek sehr mit Hundewelpen. So, und bevor unsere süße Rainer jetzt gleich schlafen geht, wird sie natürlich noch die süßen Schnuckis verkaufen. Wow! Und Leute, wenn es so weitergeht, ist es wirklich nicht mehr allzu lang für unsere Tierklinik. Du packst das jetzt nicht da oben rauf. Och, Rainy, das ist doch verkleinert, Mensch. Ja, wie sieht denn das aus? Huch, das ist jetzt in der Mülltonne gelandet. Ich sehe jedenfalls keinen fliegenden Teller. Seht ihr einen fliegenden Teller? Dann schreibt es in die Kommentare. So, hast du jetzt das Baby da hinten abgeholt? Bitte nehmen Sie erfolgreich dieses Baby mit. Oh, Mr. Goff hat wieder Sozialstunden. Ja, ich weiß, die sind alle... oh mein Gott, sind die süß. Oh, ich sterbe von Niedlichkeit. Wieso hast du denn jetzt keinen Welpen mitgenommen? So, pfeif mal die Honeymoonies bitte ran, Rainer. Hallo Lilith, ich kann ja auch nicht ohne dich leben, du süße kleine Zaubermaus. So, machen sich jetzt hier drei wundervolle Stöpsels auf den Weg. Und guckt euch das mal an hier. Die Jumpies. Doink, 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 doink. Das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Spyro früher auf der Playstation. Der lief auch immer so süß. So, klappe die nächste. Bitte Gacy verkaufen. Eigentlich ist sie ja schon verkauft, aber wir haben ja auch schon Geld für sie bekommen. Aber irgendwie hat er sie nicht mitgenommen. Schreibt's mir rein, ob ihr das als Cheaten erachtet. Wir haben ja jetzt gerade zwei Hundewelpen oder beziehungsweise den einen Hund zweimal verkauft. Schreibt's mir in die Kommentare, dann ziehe ich natürlich die 3,92 ab. Aber wenn das Spiel ist, mir schon so generiert, werde ich nicht Nein Danke sagen. Rainer, du darfst nochmal aufstehen. Wir sind noch gar nicht fertig. Da fehlt noch ein Hundebaby. Lucky. Tadadadadu. Jetzt verkaufen wir noch unseren wundervollen Lucky hier. Und an dieser Stelle würde ich den wundervollen Part jetzt auch schon beenden, denn Rainer wird jetzt nur noch ihre Hündchen hier versorgen. Hier warst du ja schon bei, ne? Jo, hier warst du schon bei. Und dann sehen wir uns im nächsten Part von unserer süßen, schnuckligen Rainer und ihren ganzen Fellhunimunis wieder, die auch schon großen, großen Hunger haben. Und Lumis Welpen kommen somit im nächsten Part. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Und Feuer im Herzen.